So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es gibt wohl eine neue Fanta bei McDonald's. Eine limitierte Fanta bei McDonald's. In einer Dose. Fanta Lemon. Im Halloween-Design. Limitiert bei McDonald's. Jetzt kriegt ihr die aber nur, wenn ihr so ein Doppelpack-Menü als Coupon nehmt für 10,99 €. Und da gibt es dann, solange der Vorrat reicht, eine limitierte Lemon-Fanta-Dose im Halloween-Design. Die möchte ich mir mal angucken, deswegen stehen wir hier vor Mc's. Das ist das Ding da hinten. Gehen da mal rein, nehmen Doppelpack-Menü mit was auch immer, zeigen wir euch gleich und gucken uns mal die Fanta an. So, das ist der Coupon, um den es geht, 10,99 €. Und hier seht ihr auch die gelbe Fanta. So, wenn ihr es dann ausgewählt habt, seht ihr hier, Image, nicht vorhanden. Das ist die Fanta. Und das sind Curly Fries. So, da sind wir auch schon wieder raus, ne? Wir wollten eigentlich zu Hause jetzt das Essen essen und ich dachte, ich mache das auf dem Balkon, aber es regnet und deswegen werden wir die Fanta jetzt einfach hier testen am Auto. Das ist die Fanta. Was denkt ihr jetzt? Was ist das Halloween-Design? Die hier, Fanta Lemon, wenig Kalorien, das ist die ganz normale, aber das ist die exklusive limitierte McDonald's Edition, ja, im Halloween-Design. 0,33 Liter, 6% Zitronensaft, Fanta, wenig Kalorien, Lemon. Und das ist ein Halloween-Design. Warum? Ich weiß nicht. Hier ist eine Nase. Da ist so ein Bann davor. Und dann soll das vielleicht so ein aufgerissener Mund sein. Keine Ahnung. Ich dachte erst, das ist ein alter Mann mit grauen Haaren und Schnurrbart. Vielleicht soll es auch eine Mumie sein. Vielleicht sind das so Bandagen von der Mumie. Was erkennt ihr darauf und wie findet ihr das Design? Sieht das gut aus, sieht das nicht gut aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir stellen es jetzt mal hier oben ab. Und im Regen wird jetzt noch die Fanta getestet. Fürs Thumbnail auch nochmal reingehalten. Das ist das Thumbnail. Wenn man beide vergleicht, sind halt einfach zwei gelbe Dosen. Ich mache mal ganz kurz die ganz normale Fanta Lemon auf. Die müsste ja original genau gleich schmecken. Es schmeckt wie damals. In der Kindheit als kleiner Bubi hat man öfters auch mal die Fanta Lemon in der großen Flasche gekauft. Es gab gefühlt damals ja 1000 verschiedene Fanta-Sorten. Heutzutage, wenn man sagt, eine Fanta, setzt jeder gleich voraus, das ist Orange. Eigentlich müsstest du, wenn du sagst Fanta, fragen, welche, weil es so viele verschiedene Sorten gab. Das wenig Kalorien stand damals aber noch nicht drauf. Das muss neu sein. Wenn ich so weiter probiere, merke ich auch, da sind auch schon wieder Süßungsmittel drin. Und irgendwie passt der Abgang doch nicht. Also früher war die noch mal kräftiger im Geschmack, habe ich gerne getrunken. Mittlerweile überall weniger Zucker drin, dafür mehr Süßungsmittel und schmeckt ein bisschen anders. Kannst du trotzdem trinken, wenn das kalt ist, ist das bestimmt mega genial. Jetzt die Halloween Edition, die limitierte Auflage mit dem super Design, die es nur bei McDonald's gibt, limitiert. Habt ihr euch die geholt? Schreibt's mal rein, wir probieren mal einen Schluck. Ist halt einfach genau die gleiche Fanta. Da bezahlst du 10,99 €, um die Fanta zu kriegen. Hier bezahlst du 66 Cent im Einzelhandel, um diese Fanta zu kriegen. Macht's das aus? Ist das sinnvoll? Im Endeffekt gehst du ja eh los und gibst sie einfach ab und kriegst 25 Cent Pfand wieder. Also, weiß ich nicht. 11 Euro für eine Fanta, wenn du die Dose aufhebst, okay. Wenn du die Dose abgibst, komplett sinnlos. Wir ziehen uns jetzt den Rest rein. Pupsi kann ja von der anderen mal dann probieren in Ruhe. Also es schmeckt genauso. Ich weiß nicht, ob sie Zitronenfreund ist. Das ist die Fanta Limited Edition von McDonald's mit Coupon. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.